Das ist eigentlich das Stichwort für das, was wir Ihnen heute noch präsentieren möchten. Und da gebe ich jetzt den Staffelstab weiter und begrüße Hans-Peter Drehkopp von Würth, unserem Partner bei dem TGA-Modul, und meinen Kollegen Dirk Mutschler, Vorstand bei Dres und Sommer. Und Dirk, ich bin gespannt, was ihr uns mitgebracht habt. Also herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite, Herr Drehkopf. Freut mich wirklich, dass Sie heute hier sind. Wir haben ja ein gemeinsames Event hier bei OWP12 Innovation Journey. Sie sind bei Würth als der verantwortliche Bereichsleiter für das internationale, weltweite Baustellengeschäft. Und ich freue mich wirklich sehr und es ist schön, dass wir Sie heute hier bei unserer Konferenz mit dabei haben. Hallo, erstmal nochmals. Muss ich auch virtuell dabei sein, aufgrund der Corona-Situation, die mich speziell heute Morgen überrascht hat, waren wir gezwungen zu reagieren. Schade, ich finde schon, wir haben hier einen kleinen Meilenstein unserer bisherigen Zusammenarbeit. Das Unternehmen Dres und Sommer und wir beide, Herr Mutschler, wir kennen uns ja schon ein paar Tage und haben auch schon sind in so vielen Bauprojekten begegnet. Sie als Dres und Sommer haben uns auch bei unserem Carmen Würth Forum aktiv begleitet seit 2007 von der internationalen Architektenwettbewerb bis schlussendlich zur Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts Ende letzten Jahres. Begleitet, genau. Das war natürlich ein super spannendes Projekt, aber ich würde gerne einfach nochmal fast 2 Jahrzehnte, ist ja her, zurückgehen, und zwar in die Zeit, als wir bei der Landesmesse eigentlich unsere ersten persönlichen Kontakte hatten. Ehrlicherweise muss man sagen, damals haben wir noch diskutiert, das Thema Baustellenmanagement. Wir waren schon drauf und dran, neue Abwicklungsmodelle miteinander zu besprechen. Wir haben festgestellt, dass es das Thema Befestigungstechnik als Gewerk und als Planungsleistung so nicht gibt, sondern eigentlich die ausführenden Firmen, und zwar jeder für seinen Teil, jedes Gewerk einzeln, diese Leistung mitbringt. Und wir waren uns damals schon sehr sicher, dass da enorme Optimierungspotenziale drin sind. Und das hat uns eigentlich auf den Weg gebracht, diese diversen Themen wie Trassen, Kabel, Rohre und so weiter in den Fokus zu nehmen. Und haben damals bereits darüber diskutiert, wie man sowas zukünftig umsetzen kann. Und begleitend dazu haben natürlich die ersten Diskussionen zum Thema Nachhaltigkeit im weitesten Sinne angefangen. Und so waren wir eigentlich immer inhaltlich im Gespräch. Und ja, wie gesagt, schon seit fast 2 Jahrzehnten. Ja, stimmt. Das Unternehmen Würth beschäftigt sich ja aus der Historie raus schon immer mit Befestigungsmaterial. Eigentlich so diese kleinen Teile, die geringen wirtschaftlichen Wert haben, aber doch eine große Bedeutung, wenn sie eben nicht vorhanden sind. Wir sagen auch oft, Würth hält die Welt zusammen, durch Verbindung, durch Schrauben, durch Kleben, durch Dübeln, dergleichen. Und auch hier haben wir schon früh begonnen, Sie haben es angesprochen, bei der Messe Stuttgart, das Thema Befestigungstechnik zu modularisieren, einzelne Gewerke zusammen in einer Trasse zu führen. Damals wurden wir noch ein Stück weit, ja, sag ich mal, belächelt oder wurden als nicht bautauglich oder praxistauglich dargestellt. Haben uns aber dann über die Jahre hinweg immer auch kontinuierlich weiterentwickelt und auch das Projekt Messe Stuttgart war quasi unser Einstieg in die Modularität. Sicherlich auf einem anderen Niveau, wie wir das auch heute bei Ihrem OWP12 realisiert haben. Aber es hat uns schon immer angetrieben und die Innovation selbst ist ja der Motor im Unternehmen Würth. Das heißt, wir sehen uns als Partner der Baubeteiligten, überlegen, wo können wir unterstützen, wo können wir nicht nur Produkte liefern, zur Verfügung stellen, sondern wo stecken Potenziale, wo wir rationalisieren können, wo wir die Arbeiten effektiver machen können. Und auch hier haben wir ja dann wieder sehr schnell eine Verbindung gefunden zu Ihnen, Herr Mutschler, wo wir uns Befestigungssystem für die Haustechnik Cradle to Cradle zertifiziert haben. Da haben Sie uns ja aktiv begleitet. Und darüber hinaus ist ja dann der Kontakt noch vertieft worden. Auch die Geschäftsleitung, die Konzernleitung selbst hat erkannt, welche Innovationskraft in Ihrem Unternehmen steckt und welcher Innovationsmotor auch Sie persönlich darstellen. Und haben uns dann ja auch in dem Kundenbeirat, dem Sie dann beigetreten sind, bei Würth wiedergefunden. Kundenbeirat, vielleicht kurz zur Erklärung, ist für uns so eine Innovationsschmiede. Da werden Ideen geboren, diskutiert, auf den Prüfstand gestellt. Wir arbeiten da zusammen mit Kunden, um dann auch die Systeme, die Produkte, die später dem Markt zur Verfügung gestellt werden, dort entwickelt werden. Und auch hier
ist ja der Gedanke des OBPs 12 ein Stück weit entstanden. Ja, genau. Und zwar, ich kann mich ganz gut erinnern, Herr Dreckhoff, wir waren in Oslo bei einer Kundenbeiratssitzung, Kundenbeiratsveranstaltung. Und wir saßen da und ich hatte da, das würde ich jetzt gerne einfach mal zeigen, ein paar Pläne dabei. Und zwar haben unsere Kollegen damals für dieses heutige Gebäude, über das wir heute reden, eine Planung entworfen, haben solche TGA, also technische Gebäudeausrüstungsmodule entworfen. Und mit dem Thema bin ich, das war der Anlass, zu Ihnen gekommen, habe das Thema erzählt. Und wir hatten ja schon im Vorfeld im Rahmen der Kundenbeiratstätigkeit überlegt, wo, in welchem Projekt wir einen Kunden begeistern könnten, so eine Idee einzubringen und so eine Idee zu platzieren. Und ehrlicherweise muss man sagen, das war relativ schwierig, weil natürlich diese Vorbehalte hinsichtlich Haftungskriterien, Übergangsregeln, Schnittstellen, HOI-Spielregeln waren schon sehr groß, dass es eigentlich nicht gelungen ist, dort einen Kunden in der Form zu begeistern, dass er sich dieser Thematik angenommen hat. Und dann war es ganz einfach so, als wir selbst Bauherr waren, jetzt beim Obere Waldplätze 12 Projekt, war klar, wir können das zum ersten Mal miteinander angehen. Und es war relativ schnell klar, dass wir das gerne hier tun wollen. Und mit diesen Planungseinheiten, die dann vorbereitet waren, haben wir so eine Art Pilotprojekt gestartet, die modulare Vorplanung, wie man es hier jetzt, sage ich mal, auf der Übersicht sehen kann, wurde von den Kollegen vorbereitet. Das Ziel war natürlich, ich sage mal, auch enorme Zeitersparnis zu bekommen. Und man sieht hier, dass das Ziel eben gewesen ist, vor allem in der Fläche, wo es sonst bei vielen anderen Projekten große Qualitätsprobleme gibt, wirklich auf Geschwindigkeit und Produktion zu kommen. Und ich sage mal, unser beider Ansinnen ist gewesen, tatsächlich, ich möchte es nochmal so zitieren, als Ziel, industrielles Produzieren und Bauen zu realisieren und hinzubekommen und einfach wegzukommen von diesem händischen Montieren draußen auf den Baustellen. Und wir haben uns da enorm viele Vorteile versprochen und es war bei unserem eigenen Projekt dann zum ersten Mal klar, dass quasi wie wird ein C-Teile-Lieferant direkt ein Vertragsverhältnis mit einem Bauherrn eingeht. Und es war schon was anderes, wie das oft sonst der Fall ist, dass wir sozusagen, dass Sie an den Gewerke und ausführenden Firmen dranhängen. Und damit war natürlich der Weg frei. Und wir konnten dann auf einer Basis, was meine Kollegen hier im Hause gefertigt hatten, so ein Gesamtmodul, wo alle Gewerke drin waren, also Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte, Elektrotechnik inklusive Befestigungstechnik, eigentlich mit diesem Thema starten. Und ja, das haben wir jetzt davon, deswegen stehen wir jetzt heute ein Stück weit hier, Herr Drehkopf. Genau. Sie haben es angesprochen, in Norwegen war das noch so eine Idee, sage ich mal. Wenn man so Ideen hat, dann sagt man auch oft von Spinnen, aber Ihre Mitarbeiter und die Mitarbeiter in unserem Unternehmen haben sich dann früh zusammengesetzt und haben diskutiert, wie kann man so ein Projekt angehen. Wir waren von Beginn an mit in die Planung eingebunden, haben unser Wissen, unser Know-how aus der Befestigungstechnik eingebracht, mit Ihren Fachplanern auch sehr eng zusammengearbeitet, haben das Projekt optimiert, haben wirklich auf minimale Abstände dann geachtet und das, was dabei entstanden ist, wie Sie ja nachher sicherlich noch vorstellen wollen, ist schon spektakulär und das ist eine kleine Revolution auch für den Bau in unseren Augen, denn wir haben ja schon bewiesen, dass eigentlich das Unmögliche machbar ist. Das Thema Gewerkekonflikte, das Thema Schnittstellen ist ja immer, dass das K.O.-Kriterium für ein Modul, für eine Gewerkbefestigung, das es ja so in dieser Form nicht gibt, sondern das ist immer Bestandteil eines Einzelgewerks. Und angetrieben hat uns diese Gedanke ja schon seit jeher, weil wir uns einfach überlegt haben, wie können wir unseren Kunden entlasten. Und ich glaube, auch für jeden Zuhörer heute ist es ja spürbar, der Fachkräftemangel ist vakant, sowohl für den Bauherrn wird es immer schwieriger, seine Kostenschätzungen einzuhalten, weil die Ressource nicht zur Verfügung steht und dadurch auch ein höherer Preis entsteht, weil die Nachfrage größer ist als das Angebot. Der Bauer hat einen riesigen Vorteil, Sie haben es angesprochen, indem er die Qualität sichern kann. Er hat kurze Wegezeiten, die CO2-Bilanz können wir positiv beeinflussen, da wir eben nur noch ein Modul liefern und eben nicht dann in Abhängigkeit der Gewerke. Sechs verschiedene Spediteure haben, die ihre Produkte anliefern. Und das in allem bringt auch in unseren Augen die Bauwirtschaft einen schönen Schritt nach vorne. Und wir können uns vorstellen, auch wie es beim Herrn Mitchell-Jäger angesprochen wurde, dort steckt auch Rationalisierung drin, industrielle Produktion auf dem Bau. In der Befestigungstechnik ist sicherlich noch nicht weit verbreitet. Da gibt es andere
Branchen, die da sehr, sehr viel weiter sind. Aber gerade die Granularbefestigungstechnik, die ja oftmals auch zu Beginn vernachlässigt wird, kommt da in ein ganz anderes Licht und hat auch einen Hebel für Kosten, für Zeit, für den Bauherrn als auch für den Handwerker selber, für den Handwerksbetrieb selber, da er mit dieser Unterstützung sicherlich in die Lage versetzt wird, auch Projekte abzuwickeln, die er bisher auf seiner Betriebsgröße selber nur schwer realisieren konnte. Also ich kann das natürlich alles voll bestätigen, was Sie sagen, weil es tatsächlich so bei unserem Pilotprojekt jetzt gekommen ist, weil wir es so umgesetzt haben. Ich glaube, das war schon ein gemeinsamer Kraftakt. Wie soll ich sagen, diese Widerstände, die es da gibt, aus diesen HAI-Schnittstellen, aus diesen Gewerken, denke, aus diesen Haftungsbeschränkungen zu überwinden. Ich denke, wir haben das jetzt geschafft. Wir haben das einmal, sage ich mal, miteinander hinbekommen und tatsächlich da draußen auch realisiert. Ich denke, dass auf dieser Basis es wirklich möglich sein wird, zukünftig da ein neues Geschäftsmodell miteinander zu generieren, weiterzuentwickeln. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall da dranbleiben, oder ich glaube nicht nur, sondern ich bin relativ sicher, weil das natürlich die Zukunft bedeutet. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir es gemeinschaftlich hinbekommen, dort wirklich auch einen neuen Standard für die Immobilienbranche zu generieren, weil ehrlicherweise kann niemand mehr wollen, in dieser alten Denke zu produzieren und letztendlich dort zu montieren, sondern ich glaube, hier ist wirklich ein nächster Schritt geschaffen und es ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten. So, und an dieser Stelle möchte ich jetzt quasi symbolisch unser Modell, von dem wir gerade gesprochen haben, das wir, sagen wir mal, damals gebaut haben, eigentlich rübergeben auf die Baustelle und bedanke mich fürs Zuhören und für die Teilnahme, Herr Drehkopf.